Eine Talkshow mit 25 ist nicht anmaßend, sondern halt eine Talkshow mit 25. Und deine Meinung ist hier nicht gefragt, denn hier geht's um mich. Ich mache jetzt seit 3 Jahren YouTube-Videos und könnte noch alles werden. Reich zum Beispiel, glücklich oder Thomas Gottschalk. Mein altes Auto könnte ich zersägen und eben die Stars einladen, die wie Motten zum Licht fliegen. Oder die, die mich ausnutzen wollen, wie ich sie. Symbiotisch. Und auf den Tonmann verzichte ich, weil scheiß mal auf Ton. Und das Budget ziehe ich aus gottlosen Werbedeals. Eine Staffel, 5 Folgen, 3 Gäste, die nichts voneinander wissen und überall glänzt es. Aber wir wollen scheitern, denn das hier ist neu. In dieser Folge mit Frank Künstler, eine Legende an den Clubtüren Berlins, Künstler und als Schauspieler unter anderem zu sehen in Babylon Berlin, mit Bert Wollersheim, ehemaliger Bordellbetreiber und bekannt für diverse Reality-TV-Shows wie Die Wollersheims, eine schrecklich schräge Familie auf RTL 2 und zu guter Letzt mit Gloria Viagra, Drag Queen, DJ, Politikaktivistin und auf Platz 34 der Landesliste Die Linke in Berlin. Es geht los. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Freunde, Zuschauende. Willkommen zu der ersten Folge von Das hier ist neu. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin schrecklich aufgeregt. Meine Hände schwitzen, mein Herz pocht. Ich habe 3 Gäste vor der Tür, die sich selber untereinander gar nicht kennen. Und auch ich habe noch nicht so viel Kontakt mit diesen Gästen gehabt, die ich hier in meiner ersten Folge begrüßen werde. Sie sind mir allesamt eigentlich, bin ich denen intellektuell eigentlich gegenüber gar nicht gewappnet, aber ich werfe mich einfach rein und mit diesen Menschen mich jetzt zu unterhalten, das erzeugt natürlich Druck. Also ich habe jetzt das Gefühl, performen zu müssen hier vor der Kamera und ich bin ganz ehrlich, diesen Druck, den ich da spüre, den kenne ich auch sonst aus meinem Leben. Also Sie müssen wissen, ich bin 25 Jahre alt jetzt. Ich habe schon vieles gemacht in meinem Leben und in den letzten 2 Jahren aber vor allen Dingen eigentlich eine fokussierte Sache und zwar YouTube-Videos und jetzt ist die Frage da im Raum, wie geht es denn jetzt nun weiter? Also was passiert noch in meinem Leben? Habe ich mich jetzt schon festgelegt? Also steht die Entscheidung fest? Ich werde YouTuber, mache das für immer und diese eine Rolle, die ich da geschaffen habe, die eigentlich alles nicht unbedingt darstellt, was ich so bin, die führe ich fort. Das sind Fragen und Sorgen, weil ich weiß, da ist so viel mehr und ich sehe Lebensentwürfe um mich rum, die mich so inspirieren und manchmal will ich das sein und manchmal will ich das sein, vielleicht will ich auch Talkshow-Host sein. Das will ich gerne debattieren und ich habe mir überlegt, ich hole einfach Menschen in meine Show und frage sie dazu. Vielleicht haben sie ja Ratschläge und können mir helfen und vielleicht komme ich ein ganz kleines bisschen weiter auf der Suche nach dem Sinn meines irgendwie ja jungen Lebens. Ich weiß, das klingt ein bisschen albern, das ist auch ein zutiefst egoistisches Anliegen, was ich hier besprechen will, aber ich glaube, die Gäste, die ich da ausgesucht habe und auch in dieser gesamten Staffel sind die besten, die wir kriegen konnten. Tolle Menschen, so unterschiedlich, wie es eigentlich anders gar nicht gehen könnte. Und den ersten Gast, den wir hier heute begrüßen können, habe ich kennengelernt, als ich mal zusammen mit ihm ein Haus besetzt habe. Und in dem Moment, in dem am ersten Abend eigentlich alles schon zu scheitern drohte und die Menschen das Haus stürmten und ich kreidebleich dastand, sagte er zu mir, dass er sich jetzt eine Apfelschorle gehen holen möchte. Und ich meinte, dass er jetzt nicht gehen kann, aber er ging. Und ich habe ihn seither nie wieder gesehen. Er ist ein Urgestein der Berliner Techno-Szene. Er ist einer der bekanntesten Berliner Türsteher. Er ist Künstler, er ist Schauspieler. Ich begrüße den unfassbar tollen und sympathischen Menschen Frank Künstler. Ich hole ihn erstmal von vorne rein. Du Frank, wir legen los. Das freut mich. Ich begrüße dich noch einmal hier an dieser Stelle. Wir haben uns natürlich schon kennengelernt. Willkommen, willkommen. Hallo, hallo. Ich hoffe, es ist okay für dich, dass ich dich hinten mal in mein Auto hineinlotse. Oh. Ich weiß nicht, ob ich da Platz finde. Ach, wenn du den Platz nicht findest, dann nimmst du ihn dir einfach. Aber setzt du dich da nach vorne? Nee, ich setz mich nach da. Okay. Kann einer deiner Mitarbeiter den Sitz ein bisschen nach vorne machen? Kann einer meiner Mitarbeiter den Sitz ein bisschen nach vorne machen? Ich mach das gleich. Du machst es. Viel besser. Frank, wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich fühle mich müde und erschöpft, aber das ist, weil ich zu wenig, zu schlecht schlafe, aber mir geht's gut. Okay. Die Sache ist mir geht's eigentlich grundsätzlich gut. Die Sache ist ja, in dieser Show, die wir hier machen, geht's mir vor allen Dingen darum, dass ich Leuten von meinen Sorgen und Themen so ein bisschen erzählen will, das die mich gerade. Ich habe gerade gefragt, wie es dir geht. Ja, genau. Und da gibt's gerade so ein kleines Anliegen. Ne? Ich bin ja jetzt 25
Jahre alt. Ich stehe so ein bisschen inmitten meines Lebens und ich kann mich gerade nicht so ganz entscheiden, wo und wie es weitergeht mit mir. Und ich bin sehr hektisch in all dem. Ne? Also es gibt da jetzt einen Weg, den ich schon eingeschlagen habe, aber vielleicht will ich ja doch einen anderen Weg. Und ich will gerne von dir wissen, gab es bei dir mal Entscheidungen, die du gerne eigentlich lieber hättest anders treffen sollen? Oder war das alles immer nach Plan? Also nach Plan war bei mir gar nichts, weil es gab keinen Plan und der ist aufgegangen. Aber dass wir eine Entscheidung treffen, das ist halt ein unglaublich schwieriges Thema, weil jeder reflektierte Mensch hat halt in seinem Kopf unendlich viele Optionen. Also, und dann ist es halt unglaublich schwierig, sicher zu sein, was jetzt die richtige Option ist. Deshalb sage ich dir als älterer Herr, mach dir keinen Kopf, sondern lass dich einfach fließen und wo es dich hinträgt. Und ich meine, du machst ja Sachen und ob du morgen was anderes machst, spielt ja jetzt hier keine Rolle, sondern ohne jetzt zu pathetisch oder profan sein zu wollen, sei einfach im Jetzt und Hier und Gott wird dir den Weg weisen. Ich versuche da auf jeden Fall mein Bestes. Ich glaube, was mir am meisten oft dann auch schwerfällt, sind schon eigentlich auch die Lebensrealitäten so von anderen Menschen. Ne? Ne, weil es gibt ja um einen rum immer. So einen Rat anzunehmen oder dir anzuschauen, was sie machen? Nee, dir anzuschauen, was sie machen. Also, ich glaube, jetzt ne, in unserer neuen Welt und ich wachse ja auf mit Social Media, sehe ich immer nur die Erfolgsseiten von allen anderen und die Leute sind entweder super erfolgreiche Künstler oder Rapper und machen dies und das. Der Punkt ist, genau, die Kamera muss das filmen. Ich habe mir hier Zweifel hintätowiert, weil ich natürlich nicht ohne Zweifel bin und natürlich denke ich manchmal, vielleicht hätte ich die eine oder andere Entscheidung anders treffen müssen und wäre dann heute ein anderer Mensch an einer anderen Position, bla bla bla. Aber man kann ja die Vergangenheit nicht revidieren, das ist halt unmöglich. Man kann ja nicht in der Zeit zurückreisen. Und die meiste Zeit in meinem Leben, und das möchte ich auch wirklich so betonen hier vor dir und den Kameras, dass ich halt auch Glück hatte und mich die meiste Zeit eben gut fühle. Und die meiste Zeit das, was ich mache, sehr mag und genieße und was auch immer. Und das ist ja ein wichtiger Indikator dafür, dass es halt doch irgendwo richtig war. Also und du bist auch viel mit den Möglichkeiten gegangen, ne? Weil da ist ja jetzt nicht nur eine Karriere als Türsteher, sondern jetzt auch eine Karriere als Künstler und eine Karriere als Schauspieler. Karriere würde ich das nicht nennen, aber wie gesagt, weil in unserer Welt, und jetzt möchte ich hier an dieser Stelle auch mal wieder Kritik üben, also nicht an dir, sondern an dem System, in unserer Welt zählt ja nur monetärer Erfolg. Mhm. Und ich habe halt ganz wenig Geld, fühle mich aber trotzdem meistens wie ein reicher Mann, weil ich halt so viele Privilegien habe und so viele tolle Dinge schon erlebt habe und so viele interessante Menschen kennengelernt habe. Und ich kenne natürlich reiche Menschen und merke auch, dass sie nicht unbedingt glücklicher sind als ich, nur weil sie viel Geld haben. Also. Und dann ist immer so der Punkt, Karriere, ich würde es halt nicht Karriere nennen, sondern ich habe halt Glück gehabt, dass ich eben die meiste Zeit, und das ist immer so eine Abwägung, weißt du? Ich glaube, es gibt niemanden, der sagen kann, er ist immer 100% glücklich oder er hat immer das Richtige getan. Deshalb, ich kann für mich sagen, dass ich die meiste Zeit glücklich bin und meistens das Richtige für mich getan habe, sodass ich eben bis jetzt ein gutes Leben hatte. Das ist eigentlich ja toll zu hören, ne? Also so, wenn man jetzt von jemandem, der jetzt hier... Und dankbar für dieses Privileg. Ja, schön. Ich hoffe, das auch mal eines Tages sagen zu können. Und vielleicht muss ich dann auch manchmal die Hektik verlieren, damit ich halt nicht denke, oh Gott, nicht mache ich nicht, dass ich was falsch mache. Weil am Ende will ich ja raufgucken und sagen können, ach, das hast du schon irgendwie halt richtig gemacht. Ich gehe da viel nach Intention. Also ich würde die Talkshow hier, also wenn ihr jetzt von monetären Interessen sprichst, also ich habe jetzt hier mehrere tausend Euro reingesteckt und aber krieg auch nichts raus. Aber ich finde, es ist ja eigentlich auch nur dem gedient, dass ich ja da vielleicht irgendwas finde dann. Ne? Also deswegen frage ich ja gerade. Aber ich finde es halt genau richtig, dass du eben deiner Leidenschaft, hat jemand Stopp gesagt? Aber mich hörst du. Ja. Das ist super. Du musst wissen, das ist alles inszeniert hier gerade. Und all das. Wie meinst quasi, du das alle? Also das auch der Wackelkontakt? Auch der Wackelkontakt und auch einfach die. Ich will nämlich, dass das ganze Team hier auch Raum findet bei mir. So. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich euch auch mal vorstellen könnt, ihr Sammy hinter der Kamera. Junge Menschen. Alte Schulfreund von mir. Hallo. Hier. Felix, Babo. Hallo, Babo. Hallo, Felix. Achso, du musst einmal an das Ding da ran, na klar. Magst du Talkshows, Frank? Kann man sich drüber streiten. Also die wenigsten, weil ich finde,
das haben wir, glaube ich, am Telefon schon gesagt, ich finde das so belanglosen Talk über Fashion und über andere Menschen, finde ich halt langweilig. Ich möchte nicht meine wertvolle Zeit damit verbringen. Wenn es um Politik und Kultur geht, rede ich gerne mal. Okay. Oder höre auch mal zu, aber... Ist das jetzt hier schon Kultur, oder? Ja, irgendwie schon, ja. Aber nee, eher Philosophie. Okay. Vielen Dank, Johannes. Also, Dank, Johannes. Ich meine, ohne mein Team wäre ich nichts. Wo wir gerade davon sprechen, von Kultur und was ist das überhaupt? Ich habe eine Person, die ja aus einer ganz speziellen Department kommt, und zwar aus dem Reality-TV. Ich hoffe, ihr beide versteht euch. Und ich muss mal gucken, wo wir ihn hier reinlassen. Vielleicht lasse ich ihn hier reinkrabbeln oder so. Mhm. Ich hoffe, er ist schon da, um uns hier Gesellschaft zu leisten. Schönen guten Tag, komm rein. Guten Tag, ich begrüße Bert Wollersheim, Frank Künstler. Ich weiß nicht, ob Sie beide sich ein Begriff sind. Guten Morgen, Bert, ich sitze hier so ein bisschen, kann ich nicht aufstehen. Du arme Sau, ja? Grüß dich, hallo. Guten Morgen, hallo. Habt ihr euch schon mal kennengelernt? Nein. Nein, das machen wir jetzt, ja. Aber ich habe dich im Fernsehen natürlich schon gesehen. Ah, okay. Nein, Mensch. Was guckst du für Sendungen, ja? Ja, genau. Was guck ich? Wir haben auch gerade schon über Kultur geredet und was da alles so passiert. Willst du mal da reinkrabbeln? Also so, ich habe dich da hinten in der Ecke vorgesehen, aber es ist ja... Du musst irgendwie da reinkrabbeln. Nicht auf dein Handy. Oh. Das war da ein Kissen, auf das du gerade drauf gehst. Hört sich so angehört. Nein. Ich bin so breit. Das war ich. So, jetzt wird aber gemütlich, oder? Jetzt wird es gemütlich, genau. Ja. So, ihr beiden, es ist mir erstmal eine große Freude, dass ich euch hier beide begrüßen kann. Herr Wollersheim, Bert, mir geht es ja hier vor allen Dingen in dieser Show geht es ja ganz viel auch um mich, ne? Um mich und meine Themen, die mich gerade beschäftigen. Um mich geht es hier? Ja, genau, es geht vor allen Dingen um mich. Aber ich habe mir Gäste eingeladen, die mir dabei vor allen Dingen auch ein bisschen helfen. Bei mir ist es nämlich gerade so, ich bin jetzt 25 Jahre alt geworden und bin viel auf der Suche, ne? Wie es so weitergeht. Ich habe einen YouTube-Kanal gemacht und mein Problem ist das manchmal, dass ich da schnell auch so in eine Rolle gesteckt werde, die ich ja jetzt wohl bin. Aber ich weiß irgendwie, das Ich ist ja flexibler, man kann da ja noch jemand sein. Wolltest du mal teilweise in deiner Karriere, du bist ja auch viel publik, hast du dir mal überlegt, nee, das ist es eigentlich gar nicht, ich will jemand ganz anderes sein eigentlich? Nochmal, ich habe die Frage jetzt wirklich nicht verstanden, ob ich nicht so ich sein wollte. Naja, ob du manchmal das Gefühl hattest, das, was ich da darstelle, das bin irgendwie vielleicht doch nicht ganz ich. Ja, das habe ich öfters, ja, weil ich habe ja auch ein Klischee, was ich ausstrahle oder ein Image. Und damit bin ich eigentlich gar nicht, ja. So, aber dann, wenn ich das hätte jetzt verleugnet, dann wäre es ja langweilig gewesen. Ah, okay. Also habe ich mich gebeugt. Und bin einfach Bert Wollersheim geblieben, ja. Okay. Der Vogel, den man so gerne sieht, wie er ist, ja. Okay. Und nicht anders, ja. Okay. Man will keine netten Menschen, ne? Ich will nette Menschen. Aber du bist doch ein netter Mensch. Ja, aber gut. Im Fernsehen denken, also wenn ich dich im Fernsehen gesehen habe, dachte ich immer, du bist lieb. Das meine ich ernst. Ich hatte einen Vorteil, ja. Ich komme aus einem sehr liebevollen Elternhaus. Das ist super. Was mich geprägt hat, als mit dem Oberbegriff ein ordentlicher Mensch zu sein. Und damit bin ich ganz gut durchs Leben gekommen. Aber das ist, ich bin auch lieb und ich werde auch so wahrgenommen und freue mich darüber. Und ich bin gerne. Ja, ich auch. Ich mache ja nicht den Bösewicht aus mir. Ja, habe ich auch nicht gesagt. Das machen ja die Menschen, die dummen Menschen leider. Ja. Die einfach in was hinein interpretieren, wo sie gar keine Ahnung von haben. Aber wieso glauben sie dann, dass du böse bist? Nicht böse, nicht, aber die sagen natürlich Rotlicht. Rotlicht ist ja immer in Verbindung mit zum Beispiel mit Kinderprostitution, mit Menschenhandel und so. Und davon habe ich mich immer distanziert. Ja? Aber ansonsten ist es immer trotzdem irgendwie, naja, der beutet die Frauen aus und sowas. Ja? Also das kriegt man ja nicht weg. Und ich hatte auch keine Lust, da atemregend das zu erklären, wie sowas läuft. Ich habe ja mein Leben lang einen guten Job gemacht. Meine Modelle waren immer empfohlene Häuser von Ämtern. Ja, das stimmt, wirklich. Ja. Und habe auch sonst viel Gutes getan, aber ich muss das nicht erklären. Ja? So, ja. Nils, jetzt zu dir, es geht ja um dich. Ja, nee, ich wollte nämlich gerade sagen, also hier geht es ja nämlich eigentlich um mich und jetzt geraten wir schon so in Themenfelder rein, da kann ich dann tatsächlich auch gar nicht so richtig viel zu sagen.
Wie ist das denn jetzt gerade bei dir? Du hast gerade keine laufende Show mehr auf RTL 2 oder wie ist das? Nö, nee, wir machen noch so ein bisschen. Wir haben jetzt zum Schluss haben wir noch diese Hot und Schrott gemacht. Das war übrigens eine sehr schöne Sendung und sehr lustig. Da hatte man kein Storyboard, da einfach drauf los. Okay. Das wollen wir sind also jetzt wie hier. Mit Pommes. Ja, also eigentlich wie hier, ne? Einfach nur frei ja, ins wir haben ja keine Produkte hier. Aber wenn du jetzt quasi darüber nachdenkst, wie das jetzt so weitergehen soll oder was jetzt noch so kommt, bist du da dir dann meistens ganz sicher oder bist du da dann manchmal auch ängstlich und überlegst, welche Wege soll ich einschlagen und was passiert Nein, jetzt? Nein, ich wollte ja jetzt noch in das Format Pommes unter Palmen. Und das war ja schon akzeptiert. Ich hatte ja schon mein Ticket und alles. Aber meine Ärzte haben das abgelehnt aus gesundheitlichen Gründen, ja. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich hätte da gar nichts anfangen können, weil das ist nicht mein Niveau, das ist nicht meine Welt. Es ist so extrem geworden mit dem Trash, ja, mit dieser widerlichen Beleidigung der Art und alles, was da abgeht, ja, das ist nicht mein Ding. Da hätte ich da wie so doof gesessen, weil ich gar nicht mitmachen können, ja. Mhm. Ne, weil, und deshalb bin ich froh, dass ich an der Show nicht teilgenommen habe, obwohl ich gerne das Geld verdient hätte, aber. Ah, okay. Hast du aber auch mal Sachen einfach gemacht, so, obwohl du bemerkt hast, das macht eigentlich überhaupt gar kein monetäres Interesse, aber es ist dir so eine Herzensangelegenheit? Verstehe ich jetzt nicht genau nochmal bitte. Ob du auch schon Dinge in deinem Leben gemacht hast, wo du sagen würdest, da, das war dir so eine große Herzensangelegenheit, dass die monetären Interessen einfach gar keine Rolle gespielt ja, haben? Ja, natürlich. Ich bin ja ein sehr exzentrischer Mensch und dadurch sind die Medien ja auf mich aufmerksam geworden und ich habe Doku-Sachen gemacht, gerade auch was meine Betriebe angeht, die sehr authentisch waren. Wie funktioniert so ein Betrieb? Ja? Zum Beispiel ohne meine Müllmänner, ohne meine Putzleute hätte ich gar nicht aufmachen können. Ja? Das war so wichtig, die Hintergründe. Das habe ich gerne gemacht, um da mal so ein bisschen Transparenz reinzubringen. Aha. Auch meine, immer, dass ich die Tage der offenen Tür gemacht habe, um den Frauen mal zu zeigen, was haben Männer für Wünsche, was passiert hinter diesen Türen. Ja? Das ist ja immer noch so eine Grauzone für Frauen, die nicht wissen, was passiert. Was haben Männer, was wollen Männer da überhaupt? Ja? So, das waren so Sachen, die habe ich gerne gemacht. Das hat mir am Herzen gelegen, ja. Ansonsten habe ich manche Sachen zum Geld verdienen gemacht. Oder wie gesagt, auch Sachen mit der Familie habe ich gerne gemacht, ja. Ah, okay. Mit ja. meinen Kindern und so, weil das sehr authentisch war, ja. Da gab es auch keine Vorgaben, ja. Da merke ich schon wieder, da driften wir auch in Themen ab, die gehen dann quasi schon wieder so fern ab von dieser Not auch, die gerade in mir ist. Da dachte ich mir eigentlich, es ist auch Zeit für einen dritten Gast. Ich glaube, ich muss dich noch ein bisschen einengen, jetzt kommt jemand, der dann doch von der Größe auch ein bisschen Platz wo braucht. Wo fahren wir denn noch hin heute? Wo es jetzt hingeht, inhaltlich und vor allen Dingen in dieser Debatte, das werden wir gleich sehen. Ich begrüße jetzt eine Größe in Berlin, eine ganz wundervolle Person. Ich freue mich riesig, dass sie hier ist. Gloria Viagra. Hi. Hi, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Grüß dich. Komm hier. So. Willkommen hier bei mir in meiner Show und in meinem Auto. Ich habe schon zwei ganz besondere Gäste hier. Juhu. Hi. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Ja. Ich komme ja gerade aus deinem Mekka. So tolle Existenz sehe ich ja jeden Tag auch keine Szenarien. Ja. Das ist ja ein Mekka dafür. Ja. So, also. Darf ich die Tür offen lassen? Ich habe ein Korsett an. Ja, hatten Corona. Aber dafür sieht es toll aus. Ja? Hallo, ihr Lieben. Finde ich gut, hallo, mit den Leuten, ja? So, ich will ganz ehrlich sagen, also mit so einer Situation natürlich bin ich das definitiv überfordert. Also, nicht so schlimm. Also ja? Einer meiner besten Freunde, der trägt also Frauenkleider, ist aber bis an die Beine zum Körper behaart und will auch einen Mann haben, sucht auch nur verheiratete Männer zum, weiß schon, ja? Ja, eben Hedenknacken. Sag mal, muss ich die Tür zumachen, oder? Nee, mach einfach irgendwie. Ja, also deshalb, ich bin im Thema bei dir, kein Problem. Nein, aber das finde ich doch bei dir sogar möglichst viel bling bling, weil sonst übertrumpft mich der Bert. aber trotzdem, nein, ich liebe das ja, dass du so ein Unikum bist und wirklich und da dein... Er hat mir ja nichts gesagt, denn jetzt. Ich bin hier als Künstler mit offener Hose, ich bin ja gar nicht, er hat mir ja nicht gesagt, ich soll mich aufpimpeln, ja? Ich will euch natürlich ab. Perfekt, danke. Applaus einmal für Pascal, dass der hier...
Sekt uns bringt. Ich glaube, es ist nämlich sehr wichtig, dass wir uns auch an der Stelle jetzt einfach hier wirklich einfach nur noch frei und wohl fühlen. Also ne, ich würde jetzt wirklich sagen, den Talkshow-Charakter, den geben wir jetzt ab. Wir fahren einfach gemeinsam ins Schwarze hinein und gucken mal, wo es hinführt. Auch nochmal für dich, Gloria. Einfach ins Blaue, sagt man. Ne? Ich bin ja immer nicht so gut mit Sprichwörtern. Mit Handy? Ich finde es gut, dass er nicht das. Meine Mutter ruft mich gerade an. Ernsthaft? Ja. Mama! Da musst du dran gehen. Musst du FaceTime. Hallo, Mama. FaceTime, damit sie sieht, mit wem du dich gerade rumtreibst. Hi. Du, ich kann gerade nicht. Ich bin mitten in der Show. Doch, Mama. Mama, deine Show läuft ja jetzt. Ja, genau, die Show läuft schon. Die läuft jetzt schon. Ja, die läuft live. Ja, ja, ja. Ich habe die Gäste auch gerade schon im Auto hier bei mir. Mama, hast einen hübschen Sohn. Okay, ich melde mich dann wieder. Ich bin gerade wirklich sehr im Stress hier gerade. Läuft ja gut bei ihm, ja? Okay, und dann will ich dich nicht stören. Okay, ja, ich hab dich lieb. Ich drück dir die Daumen. Dankeschön, Mama. Danke. Einfach du selbst, ja. Verstell dich nicht, dann wird alles gut. Okay, alles klar, super, danke. Okay, ja, also. Aber du bist rangegangen. Ich bin rangegangen, ja, meine Eltern sind mir immer. Ich bin auch sauer gewesen. Meine Mamas sind das Wichtigste, meine Mama in meinem Leben. Die hat mich wirklich geprägt, ja. So, und das war eine der schönsten Frauen, ja. Und ich liebe alle Mamas, ja, weil ich habe sie leider nicht mehr, aber. Ja. Mamas haben einen höchsten Stellenwert bei mir. Ja, nee, ja ich auch. Meine Mama ist gerade, so ging es jetzt 3 Wochen richtig schlecht, ja. Fünfmal rein, jetzt krank als Dings. Also man glaubt nicht, was das deutsche Gesundheitssystem verkacken kann und so. Aber da habe ich auch nochmal gemerkt, da habe ich nämlich gemerkt, ich bin alles, also ich war mit meiner Mutter ja schon mit 6 Jahren auf Demos und so, ich bin ja sehr politisch. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Menschen eine gute Mama haben, die einen für das Leben prägen oder vorbereiten. Ja? Das haben leider nicht viele, nicht alle Menschen, darum werden nicht so viele gestauchte Menschen bei mir gelandet. Deshalb finde ich das ganz wichtig. Meiner Mutter ist ja auch so. Also ich glaube, sie ist der tollste Mensch, der mir je hätte passieren können. Oder ich dann, begegnet ist, als wir uns damals trafen, dann urplötzlich. Ja. Das mit meiner Mutter ist ja oft auch so, sie macht sich ja viele Sorgen um mich. Ne? Warum? Ja. Immer viele Sorgen darum, dass sie sich quasi, sie hofft das ja, dass alles... Dass, aber sie, die sagt, die Sorgen sind manchmal so intuitiv, dass alles irgendwie vielleicht dann, also dass es ja hoffentlich nicht schiefläuft, aber mit der gleichen Sorge bin ich ja dann trotzdem auch. Also die ist ja dann auch in mir. Ne, wenn sie sich Sorgen macht, mache ich mir auch Sorgen, dass es dann bei mir vielleicht komische Wege geht. Und deswegen bemühe ich mich. Ja. Und wenn es dann plötzlich abdriftet, ne, und die ganze Show hier crasht und alles geht in Flammen auf und am Ende bin ich der Schuldige, dann macht ja auch meine Mutter sich die Sorgen. Ne? Also versuche ich. Ich weiß es noch nicht. Ist ja schon da. Fahren wir irgendwo hin? Warum das Auto? Naja, das Auto stellt vor allen Dingen so ein bisschen meine Reise dar in meinem Leben. Ne? Also ich bin mit dem Auto jetzt schon unterwegs, seit ich 18 bin. Das hat mir übrigens mein Vater gekauft. Das ist dieses Auto, ja. Das haben wir aufgeschnitten. Um mir aber Platz zu machen. Aber ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich soll vergessen, was ich sagen wollte. Aber das die Sorge, geht mir auch so nein, diese Sorge, also, ich war ein Muttersöhnchen, weißt du? Ja. Ich war ein Muttersöhnchen bis 40, wo sie dann gegangen ist. Hast du gerade gesagt, bis 40? Nee, ich wurde aber 40. Dann ist sie gegangen und dann muss ich mir erstmal abnabeln. Ja? Also so war die abgöttliche Liebe meiner Mutter zu mir. Deshalb verstehe ich das mit dem Sorgen machen. Ja, ja. So, aber was mache ich dann jetzt? Also wir reparieren das Auto jetzt erstmal, ich schmeiß mal den Motor. Also ich sage manchmal meiner Mutter einfach, das ist dann das Problem, also Mama, es tut mir wirklich leid, aber ich sage manchmal meiner Mutter dann auch einfach nicht die Wahrheit. Ne? Ja, das habe ich auch gemacht, weil sie war zu extrem besorgt, ja. Aha. Dann habe ich manchmal geschwindelt, habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, ja. Aber zum Beispiel, wo ich aus dem Knast kam, sagte meine Mama, ich habe der Gläser vielleicht? Ja, wo ich aus dem Knast kam, ich hatte so Urlaub zwischendurch, da sagte meine Mama, deine Freundin, ich habe was gekocht für dich. Ich habe gesagt, spann mal, ich habe eine Freundin, die hat gekocht. Die hat natürlich nicht gekocht, ja. Aber ich wollte es nicht zugeben. Ich wollte den Triumph nicht gönnen, dass meine Freundin, meine geliebte Freundin, die ich gekocht habe, sie hatte immer recht. Ja. Alle mit, und ich sagte, wenn die Freundin ist scheiße, sie hatte leider recht. Und da habe ich manchmal geschwindelt, habe gesagt, die hat gekocht. Ja, dann können wir jetzt die Fahrt ins Blaue fortsetzen. Ja, ja, fahren wir los, dreh den Schlüssel rum. Also das Problem ist ja. Du bist der Einzige, der fahren darf eigentlich. Ja? Das bin ich immer. Du trinkst gar keinen Alkohol? Nein, ich will ja, das so. Du willst das ja so, ne, natürlich. Ich habe seit 30 Jahren im Nachtleben. Ich finde es gut, dass ich nicht... Ich finde das auch gut. Du hast mal einen Freund von mir neulich aus einer Bar rausgeschmissen. Hat das wahrscheinlich verdient, glaube ich. Und dann meinte ich so, wenn dir das bei Frank passiert, der eigentlich so lieb ist, dann bist du wirklich auch ein Arschloch wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Genau das. Oder ein Arschloch ist ein Arschloch. Ja. Ja, und damit können wir nichts mehr anfangen. Was hat er denn gemacht?
Ach, du bist besoffen wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Das war da in der Rosenthaler Straße. Ja, da nicht wie so schlimm. Ja, ja, okay. Habe ich einen besoffenen Kram und kein Respekt. Gloria. Reden konnte, ja, genau. Wir können ja einfach reden, auch wegen dir reden. Ne? Das kann ja einfach parallel passieren. Ich rede immer. Aber es ist einfach, was mich sehr beschäftigt, ist schon diese, ich habe gerade viel Hektik immer so bei mir in meinem Leben, weil ich sehe manchmal unterschiedliche Lebensrealitäten auch von anderen Menschen. Dann überlege ich mir, ob ich nicht vielleicht Rapper werden will oder ob ich dann doch Jan Böhmermann sein will. Und dann ist da plötzlich einfach ein Druck. Und ich weiß, dass der irreal ist und dass der gar nicht zu mir gehört. Ich mache ja alles richtig und trotzdem ist der da. Hattest du das manchmal, dass du das Gefühl hattest, irgendwie... Immer zuerst. Eigentlich willst du was anderes. Mein Leben war, glaube ich, relativ anders, dass ich mich immer so durchgewurschtelt habe. Die Sachen haben sich immer ergeben. Ich hatte irgendwie, also ich glaube, als kleines Kind mal irgendwie als Ziel Arzt und, oder Journalist und das war und dann ist alles Weitere hat sich dann irgendwie ergeben, hat mich so durchs Leben geschlängelt und hatte nie, ja, hat mir nie den Druck gemacht, irgendwie so. Also auch einfach, das hat der Frank auch gesagt, also einfach so, es ist einfach auch passiert, also man soll es passieren lassen. Ja, also ich bin da nicht so super ehrgeizig und sowas, sondern das passiert halt. Ich bin auch nicht ehrgeizig. Ja, so Dings. Also ich bewundere, das muss man halt wissen, was man vom Leben will. Also meine Philosophie ist mittlerweile, dass du kannst nie alles haben, whatever Dings. Ob du stinkend reich bist, du wirst Sachen vermissen, deshalb, ob du ganz arm bist, blablabla. Du wirst nie alles haben und das muss dir klar sein. Aber dann gibt es ja irgendwas darin, das ist am wichtigsten irgendwie, oder? Ich glaube, das muss einfach ja jeder für sich selber definieren. Genau. Also ich kann dir nicht sagen, was für dich am wichtigsten ist. Und Bert aber ich kann mir auch nicht sagen und ich kann dir auch nicht sagen. Das muss jeder für sich. Also das aber so ich einfach, kann den Jungschen so doch mitgeben, wobei die letztendlich auch die, also die Jungschen. Also er ist jetzt wirklich der Junge. Ja. Einfach die Erfahrung. Ich meine, es gibt so zwei, drei Sachen, die ich mir mitgenommen habe von älteren Leuten, die mir das gesagt haben. Das habe ich mir so eingeprägt. Viele Sachen musste ich aber einfach selber erleben und so. Und dann denke ich auch, und dann letztendlich ist es einfach eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. So, weiß ich. Oder ich bewundere die Leute, die sagen, weißt du, ich habe, früher hat mir die Ex-Freundin von meinem Vater gesagt, irgendwie, du hast so viele Talente, irgendwie konzentriere dich auf eins. Und das habe ich nie gemacht. Und auf der anderen Seite finde ich das schön, so vielfältig zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite verhaspelst du dich aber auch. Und die irgendwie, ja, wenn du berühmt werden willst und diesen Ehrgeiz hast und so, aber das ist eben, was mir fehlt, sondern es ergab sich immer alles. Und ich denke, wenn du sowieso ein Gespür dafür hast, wo du hin willst, dann merkst du das auch. Mhm. Na, die Sorge ist ja manchmal dann eher einfach nur, dass man dann eine Richtung einschlägt, bei der man sich so sicher ist, ja, wo man dann doch irgendwann sagt, ach scheiße. Ich denke, das Ziel sollte immer sein, glücklich zu sein, ja? Na, oder Erfahrungen mitnehmen. Heute ganz extrem bei mir. Ich meine einfach, was hast du noch für Pläne? Ich sage, erstmal bin ich grundsätzlich dankbar, dass es mir noch so gut geht. Und mein Plan ist jetzt, glücklich zu sein. Ja? Ich habe vielen Scheiß gemacht, wo ich dachte, das muss ich machen, ja? Bevor ich verstanden habe, ich muss gar nichts. Ja? Und heute mache ich das auch nicht. Also die Leute rufen einfach an, ne? Mitten in der Show finde ich fast auch schon. Wenn nicht die Mama ist, gehst du aber nicht dran. Nee, die Freunde müssen jetzt hier ganz kurz sind an zweiter Stelle. Also ich, die Freunde. Nee, wenn die Freundin anruft, dann gehe ich auch ran. Ja, du bist gerade im Angebot hier. Naja, ich... Du hast ja drei ältere Semester eingeladen, um beraten zu werden, wie du weitermachst. Nein, also auch. Also die Sache ist schon, es beschäftigt mich halt viel. Und ich glaube, so ein paar Ratschläge können einem schon gut tun. Wieso nicht einfach mal zwischendurch so einen kurzen Break machen und dann einfach mal fragen, ne? Einfach nachfragen. Naja, aber ich meine, also ich... Im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte manchmal Entscheidungen oder einfach Sachen straight durchgemacht und sowas. Und da wäre ich, glaube ich, heute woanders. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich bin, wo ich heute bin. Das stimmt, was du sagst. Ja. Man nachher denkt man, warum war ich so bequem, ja? Und habe plötzlich mich mal aufgebäumt. Letztendlich musst du lernen, deine Entscheidungen wirklich auch straight dazu zu stehen. Wenn sie dann irgendwann scheiße sind, musst du auch leben, die das aber als Lehre zu nehmen. Das könnte man ja fast auch so ein bisschen projizieren, auch auf diese Show hier gerade. Ne? Also quasi, ich bin da jetzt einfach mutig und ich gehe hier rein und dann muss ich lernen, damit umzugehen. Und wenn es dann am Ende einfach scheiße ist und floppt, dann muss ich, muss ich mit den Konsequenzen leben. Ich war ganz schön aufgeregt, ohne Storyboard, weil ich normal nicht kenne, ja? Hier eingeladen zu werden. Und es hat mich gereizt, ja? Es hat mich gereizt, irgendwo hinzugehen. Und nicht zu wissen, was auf mich zukommt.
Ja, aber also, hier bist du jetzt. Ich habe ne? mir halt also den Kopf gemacht. Ich habe mir den Kopf gemacht, Leute. Hier. Ja. Weil, ich habe mir Kopf gemacht. Ja, Renke, du bist ja auch schon, du bist eine ruhige Freund. Du bist eine ruhige. Nee, ich bin, aber ich bin eh neugierig auf das Unbekannte. Ich bin zum Beispiel schon im Auto alleine von hier nach Novosibirsk gefahren. Und ich weiß nicht, ob mitten von Russland, also in der Mitte. Okay. Das ist so ganz allein. Ich wollte einfach gucken, wie sich das anfühlt. So ganz alleine durch Russland. Nämlich alleine durch Kasachstan, durch Kirgisistan, durch Tadschikistan, durch Usbekistan. Sprichst du Russisch? Nein. Aber echt? Das finde ich aber noch geiler. Ich bin irre gut in interkultureller Kommunikation. Also ja. Ich komme überall super einfach klar. Mit Hand und Fuß. Aber weißt du, alleine in so ein wirklich ganz fremdes Land, wo es keine touristische Infrastruktur gibt, sondern du bist dann halt da. Aber die Russen sind ja wahnsinnig gastfreundlich. Total ne? Und sowieso auch hilfsbereit und easy. Weißt du, sie sind nicht so, dass sie so auf dich zukommen und sagen, komm zu mir, sondern sie lassen dich in Ruhe und wenn du was brauchst, dann helfen sie. Und das ist voll cool. Schön. Ich habe das mal im Balkan gemacht. Ich bin mal alleine, nicht alleine mit zwei Freunden, mal bis nach Damaskus gefahren. Echt, das ist auch cool. Ja, aber wir hatten die Klaue der Autos, das war blöd. Wir wurden da das verhaftet. Ja, die Safari. Du bist so bescheuert. Ich war Trottel. Wie alt warst du? Da war ich 20. Na, das ist nicht so schlimm. Vor 50 Jahren, ja, aber trotzdem. Auch damals schon, aber damals schon haben andere Leute das professionell gemacht. Wir Trottel. Na gut, wir sind dann verhaftet worden. Also, das ist ja auch eine Waffe, oder? Die war jetzt nicht so kulturell, die Fahrt. Ja? Die war so mehr. Oder war's? Hi, ich bin gerade in der Show. Hey Digga! Okay. Können die in deinem Roller rumschrauben? Hier sind die beiden Typen. Ah, wirklich? Ja, die schrauben gerade an meinem Roller in Stärken. Ah, okay. Nee, ja, gerne. Ja, ich habe auch das Teil hier. Ich will halt nicht abschütteln. Okay, geil. Okay, super. Alles klar, perfekt, machen wir so. Okay, super, perfekt. Bis dann. Tschüss. Wir haben ein Auto verkauft und dann wird ja bei der Deutschen Botschaft der Brief und abgeschnitten. So, da lagen die Haftbefehle, ja. Und dann Interpol und dann. Ich muss ganz kurz unterbrechen einmal. Also ich merke gerade, ich bin. Ich Gesellschaft. Nee, also ich bin sehr glücklich und schätze das hier sehr wert. Ich merke einfach, ich bin sehr aufgeregt und sehr aufgebracht. Ja. Ne? Irgendwie das Herz schlägt noch und jetzt kommt der Alkohol dazu und der Puls steigt und die Leute rufen an und es passiert so viel gleichzeitig. Ich habe überlegt, ich habe da so was Neues gefunden und für mich auch ein bisschen entdeckt, zu meditieren und zu gucken, dass ich so ein bisschen Ruhe in mich einkehren lasse. Und deswegen hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht einfach mal alle gemeinsam eine kurze geführte Meditation machen. Und deswegen würde ich mein Team jetzt einmal bitten, Jakob, Margarete, einmal ganz kurz zu gucken, dass wir vielleicht ein bisschen zu uns finden. Schön, dass du da bist. Genau, und jetzt einmal. Und dir Zeit für diese wundervolle Meditation nimmst. Bitte achte darauf, dass du für die nächsten Minuten vollkommen ungestört bist, damit du die Meditation voll und ganz genießen kannst. Lass uns beginnen. Finde eine entspannte und aufrechte Position im Sitzen, gerne den Schneidersitz. Wenn du magst, setz dich leicht erhöht auf ein Kissen oder eine gefaltete Wolldecke. Du kannst dich auch gerne mit dem Rücken an die Wand lehnen oder dich auf einen Stuhl setzen, wenn es für dich angenehmer ist. Finde deinen Sitz. Dann schließ deine Augen und lasse deine Hände ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln oder Knien ruhen. Entscheide intuitiv, ob deine Handflächen oder Handrücken nach oben zeigen und ob sich Daumen und Zeigefinger berühren möchten. Und dann nimm dir die Zeit, um es mal ganz bewusst anzukommen. In deiner Umgebung, in deinem Körper, in deinem Raum, innen und außen. Erlaube dein Becken ganz schwer zu werden und verwurzel dich über deine Sitzbeinhöcker satt in den Boden. Danke. Ah, sag mal, ich hab einen kurzen Sitz. Klasse. Schön gemacht. Ja, irgendwie, das hat mich entspannt. Ich hab fast ein Nickerchen gemacht. Das war doch gut, oder? Ja,
Also was, am Anfang fand ich es ein bisschen aufgesetzt und dann konnte ich aber so ein bisschen, aber ich konnte mich halt nicht. Aber also macht das dann was in euch? Oder auch wenn ihr sonst vielleicht mal so zu sowas findet? Ich liebe das zum Beispiel, das hilft mir auch, weil hat mir aufgeholfen im Leben. Bei gewissen Situationen mit dem Atmen, das kenne ich, ja. Und ich habe das auch mitgemacht und ich liebe dieses intensive Einatmen und noch länger Ausatmen. Das beruhigt mich grundsätzlich, ja. Auch bei Beschwerden, egal was, Bauchschmerzen oder alles. Ja, also du kannst damit schon. Ich hätte mich schon gerne ein Bäuchlein gestreichelt, aber ich musste mein Glas festhalten. Deshalb war ich. Frank, du? Ich weiß nicht, also ich finde es zu profan. Okay, also auch nicht sonst in deinem Alltag oder. Braucht er ja nicht. Wo findest du deine Ruhe dann? Ich weiß nicht, ich finde so Momente. Also beim Fahrradfahren, ich fahre viel Fahrrad, wenn ich alleine bin. Ja. Oder auch manchmal, wenn ich alleine Auto fahre. Ja. Aber ich brauche diese Bewegung dazu. Ich kann ja nicht sagen, warum. Ja. Ich muss mich bewegen. Und wenn ich dann aber, dann kann ich mich fokussieren auf die strikte Bewegung. Und jetzt klingelt mein Telefon. Wir können auch rangehen, also. Ich guck mal weg. Vorher beim Schminken, das ist immer für mich mein Ding. Dann bin ich so ruhig. Das ist für mich wie Meditation, weil ich dann ruhig bin, also normalerweise. Ja. So, dann nehme ich mir 2-3 Stunden, brauche ich irgendwie ungefähr. Und dann nehme ich mir die Zeit, dann ist Dings, es gibt auch mal Situationen, wo dann 1,5 Stunden, dann muss halt alles schneller gehen. Ja. Aber sonst mit dem Schminken, das Schminken ist wirklich so dieses Ritual. Von mir möchtest du nicht geschminkt werden. Ja, ich hab's auch mal mit ich kann andere auch ganz schlecht. Ja, dann nie wieder gemacht. So ein paar Rituale tun dann doch auch gut, ne? Also auch irgendwie so. So Wege zu finden, um dann auch aus so einer Hektik rauszukommen. Also ich glaube, das hilft mir echt weiter. Also es ist natürlich jetzt immer noch nicht alles geklärt in mir und ich glaube, ich werde weiterhin da sehr viel suchen. Aber ich glaube auch, dass hier vielleicht auch, wie du gerade schon sagst, so persönliche Kontakte stehen, wo man einfach auch manchmal vielleicht einfach mal nachfragt. Und auch gerne ihr bei mir, ne? Also vielleicht habt ihr ja auch mal eine Frage. Naja, du, ich meine, du bist erstmal grundsätzlich, so wie ich das beurteilen darf, du bist ein kreativer Geist, das gefällt mir sehr gut. Nee, du machst dich schon mal Gedanken darüber, etwas anderes zu tun. Ja. Das finde ich mal grundsätzlich, bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Okay, anders. Das nehme ich, ich war auch immer anders. Ja. Und nur dann, wenn es dann weitergeht, musst du was damit machen. Ja. Also die Kreativität duldet keinen Stillstand. Ja. Ja. Hast du auch vielleicht so ein schönes Kompliment noch für mich? Wie gefällt es dir, dass du das Dach des Autos abgesägt hast? Ja? Ja. Das habe ich auch selber teilweise gemacht. Also ich hatte da tolle Hilfe. Ich habe auch immer gedacht, das wollte ich auch immer mal machen, aber dann darfst du auf der deutschen Straße nicht mehr fahren. Das ist ja die Scheiße. Nee, der hat den TÜV verloren. Also ich habe ja auch vorhin schon erzählt, das war das Auto so ein bisschen meiner gesamten Jugend. Hier habe ich alles verhandelt. Also für mich ist es auch das Autofahren. Wenn ich Probleme hatte, dann immer hier am Steuer, alleine auf irgendeiner Landstraße und dann für mich. Mhm. Jetzt ist der TÜV vorbei, jetzt haben wir es abgesehen. Gut, Auto ist ja nun mal, es ist ja die letzte Freiheit, die wir Menschen haben. Autofahren. Auf jeden Fall. Rein Autofahren, oder? Also Autofahren. Da würde ich widersprechen. Aber nein, aber ich würde ja nochmal auf das, was du sagst, eben vorher zu. Gesagt, weil ich finde, ich habe das neulich bei irgendjemandem gesagt und das kam mir dann so, dass Tolle an der Jugend ist die Radikalität, finde ich, und das Tolle am Alter ist die Kompromissfähigkeit. Okay. Und das halt zu mischen und auch aber immer wieder im Kopf zu haben und sowas. So, weil es geht nie mit, also die Radikalität, diese Maximalforderung ist natürlich auch alle illusorisch. Kompromissfähigkeit ist dann was Schönes, aber es ist natürlich auch, muss ich in der Mitte treffen. Ich muss jetzt kurz den Bildungsbürger aushängen lassen. Guck mal, du hast gerade gesagt, die Maximalforderung ist illusorisch. Aber nach Goethe ist es so, du musst das Unmögliche wollen, um das Mögliche zu bekommen. Und genau, deshalb darf man ruhig Maximalforderungen stellen. Ja, ja. Man darf nur nicht zu sehr enttäuscht sein, wenn man da nicht dahin kommt. Aber das meine ich ja mit das Illusorisch. Einige dich mit dem Universum und ich stelle nichts in Frage. Glaub mir, das funktioniert. Und deshalb stelle ich dann jetzt vielleicht auch einfach so gut abschließend zu dieser Talkshow vielleicht auch die Maximalforderung, auch zu sagen, vielleicht werde ich dann auch Deutschlands größter Talkshow-Host. Der neue Thomas Gottschalk sitzt hier. Ja. Also es ist alles möglich und vielleicht hat es dann mit euch begonnen, hier bei mir jetzt in der ersten Folge. Geschichte schreibt. Grundsätzlich wichtig ist, authentisch zu sein. Ja. Ja. Das, was dann also das ist etwas, was ich schon immer ich einfach Erfolg selbst hat, sein, was immer Erfolg hat, ja, authentisch sein, ja, nichts vorgeben, hier nicht irgendwie abgenudelte Show machen und so was. Hat nicht immer Erfolg, aber du bist ja treu und das ist das Wichtige, das, wonach du vorhin gefragt hast, wenn dein frustrierter Gefühl ist. Wenn du dir treu bist, das ist das Wichtigste. Also bleib dran im Universum, ja. Und bitte, ich stelle es nicht in Frage, dass es nicht klappen kann. Glaub mir, dass es funktioniert.
Hör auf, okay, einen alten weisen Mann. Wir sehen uns dann um 20.15 Uhr ZDF. Ich bin so ein junger Schwung. Ich hart, aber Nils. Du bist ein sympathischer Mensch, das ist ja grundsätzlich auch wichtig. Ja, ja, ist, du bist wirklich sympathisch. Die ganzen Komplimente, die ich hier von deiner Seite bekomme, da muss ich das auch alle erst verarbeiten. Sag doch mal was. Nee, du bist hier, man hat nicht das Gefühl, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass du... Schön, dass der junge Mann sollte sich... Dass du, hier, dass du, irgendwas, dass du irgendwas bewegen willst, so ein Arsch oder ein Arschloch bist oder ein Blödmann, ja? Das bist du nicht, du bist ein sympathischer Mensch und das ist schon mal dein höchster Vorteil, glaub mir das. In dem Sinne, ja. danke euch vielmals, dafür, dass ihr hier heute bei meiner ersten Show dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht betrinken wir uns jetzt noch oder halt Frank nicht. In dem Sinne, wo sind die Kameras? Das war die erste Folge von Das hier ist neu. Dieses Wandgemälde wurde hier übrigens gerade erst vorgestern fertiggestellt. Da oben ist der Titel der Show. Das war's. Liebe Grüße an alle, die zugeschaut haben und wir sehen uns in der nächsten Folge.